Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play and Talk hier auf Gen X Reloaded und oh, hier donnert's ganz schön. Und wir sind zurück in der Asarischen Republik und ja, ich selber muss auch erstmal wieder reinkommen. Ich habe das jetzt das erste Mal seit zwei, drei Tagen, wo ich wieder aufnehme. Hatte ein paar Videos auf Vorrat, die ich erst online gestellt habe. Und jo. Gut. Die Situation ist halt logischerweise noch unverändert. Wir sind immer noch getrennt von unserer übernommenen Kolonie. Und die, ja, da müssen wir was dran ändern. Demnächst. Gut, hier haben wir noch. Wir konnten den Ursprung des mysteriösen Raumschiffes, das wir im Lukant-System entdeckt haben, noch nicht bestimmen. Ja, dies ist wahrscheinlich unser erster Kontakt mit einer bisher unbekannten Raumzivilisation ist. Ach, das Übliche, das hatten wir doch schon. Okay. Ja, dann machen wir weiter. Gut. Des Weiteren war halt der Plan, unsere Checkliste, halt das Militär zu verstärken, unsere Flottenkapazität zu erhöhen und ja, immer noch irgendwie dafür zu sorgen, dass wir von den Mali hier runterkommen. Weil wir wollen halt noch ein bisschen größer werden, vor allen Dingen, wenn wir Krieg führen und den dann hoffentlich auch erfolgreich. Wird sich ja wahrscheinlich zwangsweise unser Reich vergrößern und dann wäre es natürlich kacke, wenn wir dann noch mehr Kosten von hätten. So, wie immer am Anfang schauen wir mal hier auf unsere Planeten, erstmal auf Zintra. Das ist ja noch immer unverändert, dass wir einen Distrikt noch bauen können. Und das wäre da relativ von den Rohstoffen und von den Sachen, die wir brauchen, relativ gut aufgestellt sind. Bis vielleicht mit Nahrung. Genau, dafür mehr, wir wollten auch noch nach dem Handel gucken, wie der genau funktioniert. Weil der erste Versuch war ja nicht so, weil ich ja das mit den Kosten noch nicht drauf hatte. Auch jetzt noch nicht, aber wir schauen gleich mal. Ja. Wie gesagt, hier ist alles gut aufgestellt, soweit. Hier fehlt nur noch ein Vollstrecker. Der ist gleich fertig, das heißt, wir könnten, noch zwei Monate, das heißt, wir könnten den letzten Distrikt jetzt bauen. Und schon beginnen zu bauen. Und da würde ich sagen, ja, genau, von Nahrung haben wir auch am wenigsten. Dann bauen wir hier noch ein Landwirtschaftsdistrikt. Gut. Die Merkmale waren ja alle befreit. Erzreiche Berge, reichhaltige Hochebenen. Sehr schön. Das haben wir alles. Unsere Armeen. Brauchen wir auch noch einen Anführer. So, was haben wir denn hier? Zurückhalten, Rückzug, Chance, Kollateralschaden ist gesenkt. Schlachter, nee. 400 Einigkeit, wir haben 5, ja, das. Dann haben wir den General Goll. So. Auf Tonatio Prime haben wir noch 8 Distrikte frei. Genau, wie gesagt, unsere Stabilität ist einigermaßen in Ordnung. Die erhöht sich dann ja gleich noch durch den weiteren Verstrecker, nehme ich mal an. Hier ist auf Tonatio Prime ist weniger gut, ganz ehrlich gesagt. Haben wir nur 40%. Und so,
Bauen tun wir gerade nichts. Wir haben eine Polizeiwache gebaut. Ah, die sind noch nicht. Gut, wenn die Vollstrecker da sind. Gut, das dauert noch ein bisschen. Ein Raxer. Okay. Ja, und es fährt auch noch ein Techniker. Oh, Energie mit 26. Ist natürlich auch nicht so toll. So. Und dann haben wir noch Ukrone 3. Hier fehlen auch noch Leute. Aber die kommen nach. Da sind noch 4 Distrikte frei. Und auch noch ein Gebäude. So. Hier sollten wir auch einen Anführer zuteilen. Belastbar und eifrig. Würden wir halt den Kosten und Unterhalt. Generell Cognat. So, keine Ahnung, wie der da jetzt hingekommen ist, aber vielleicht war der da schon. Sie. Nee, ja. Gut. Okay. Dann haben wir das auch. So, wegen dem Militär müssen wir dann gucken. Wir müssen dann jetzt demnächst in eine Forschung. Jetzt machen wir die und durch unsere Tradition ja, mal gucken, was wir da machen können. Dass wir das ein bisschen erhöhen. Gut. Ja. Survey complete. Da kann man jetzt nicht so viel machen. Das zieht. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Wo fliegen wir denn jetzt hin? Da können wir nicht, das gehört. Das gehört zu anderen Reichen. Das ist unbekannt, dann fliege ich erstmal da hin. So, und bist du jetzt erstmal auch ein bisschen unterwegs? Ich könnte natürlich auch mehrere gleich hintereinander anklicken, aber es werden ja zwischenzeitlich eh Nachrichten kommen. Deswegen. Technology discovered. So, was haben wir jetzt? Die Flottenkapazität plus 30. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Jetzt können wir, haben wir gleich 32. Quatsch, 30. Logischerweise. Plätze frei. Das ist doch gut. So, neue Forschung, Fraktionseinigkeit, neue Sternbasis, Gebäude, geheime Weltraumeinrichtung. Stabilität wird erhöht. Befehlsel mit Flotte, Sozialforschung, maximale Besatzungs. Garnison-Mission. Militärakademie, Energiesauger. Der. Okay. Machen wir mal das. Gut. Ja, aber Stabilität ist ja auch wichtig für. Müssen wir gucken, wo wir die dann auch bauen können. Müssen wir als nächstes vielleicht die Sternfeste ausbauen, erfinden, entdecken, wie auch immer. Und damit wir unsere Basen ausbauen können. Kontakt hergestellt. Wir empfangen eine Übertragung von Hantak Mercantile Union. Anscheinend haben sie unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Die diplomatischen Kanäle sind nun offen und alle Feindseligkeiten zwischen uns wurden vorübergehend eingestellt. Interessant. Ihr habt uns gehackt und jetzt wollt ihr uns Freund nennen? Pah! Hantak Mercantile Union wird wachsam gegenüber euresgleichen sein. Friede sei mit euch. Wir empfangen eine Übertragung von The Star Dynasty of Pushtok Prime. Anscheinend haben wir unsere Sprache, genau, also das gleiche gerade.
Ich vertrete Star-Dynastie auf Boystock Prime und man hat mich ermächtigt, euch Grüße zu übermitteln. Solange ihr euch aus unseren internen Angelegenheiten heraushaltet und unseren großartigen Anführer verehrt, Hochkönig Obroleut, sehe ich keinen Grund dafür, weshalb sich unsere Beziehungen verschlechtern wollen. Okay. Naja, wir kennen ihn nicht und verehren ist jetzt nicht unsere große Sache, aber wir freuen uns, euch zu treffen. Und wir haben auch noch das Jalon Star Block getroffen. Seid gegrüßt, ich fühle mich geehrt, dass mich Vorsitzende die 4 erwählt hat, Jaton Starblock in allen diplomatischen Belangen eure faszinierenden Spezies gegenüber zu vertreten. Wir streben danach, das volle Potenzial der Technologie zu entfalten und wir hoffen, dass dieses Ziel für euch gleichermaßen wichtig ist. Ja, keine Ahnung, wie die klingen. Sieht aber schon so aus, als wenn die so eine kritische Stimme haben. Sorry, das soll jetzt nicht xenophob klingen. Ja, Freunde, immer. Aliens wurde abgebrochen, da sie bereits die Kommunikation mit uns aufgenommen haben. Initiating communications. Leute, jetzt mal eins an. So, was war das? Wir möchten für die zukünftige Verbesserung der Butchok-Pirsch-Asarischen Diplomatie auf Zintra eine Botschaft etablieren. No. Mach das. Siehst du? Quitschi. Wir möchten für die zukünftige Verbesserung der jalanisch-asarischen Diplomatie auf Zintra eine Botschaft etablieren. Jo, macht das. Jo. Da sind jetzt ja einige Leute frei jetzt. Jetzt muss ich eben gucken. Ja, hier die Coalition, das war ja bekannt. Die hassen uns. Warum auch immer. Was sind wir so lieb? Spionagenetz wird noch weiter aufgebaut. So, die Bakata-Zivilisation mag uns das auch noch nicht wirklich. Ja, wir können ja mit denen, da können wir... Ach, die sind nicht in der... Die können keine diplomatischen... Gut, was können wir denn noch hier gucken dann? Verbessern wir das mit denen noch ein bisschen, dann kriegen wir vielleicht die dazu, die Föderation mit uns zu gründen. Und zur Boke Alliance auch. Und den anderen lassen wir frei, falls das ist. Erstmal, falls es was sein sollte. Gut, so, dann lass ich mal weiterlaufen und, Entschuldigung, muss ich einen Schluck trinken. Initiating communications. Super. Ja, hattet ihr das nicht gerade? Wir möchten für die Zukunft, ja, die wollen auch eine, müsste ich ja nicht jedes Mal vorlesen. ja, die wollen auch Botschaft errichten bei uns. So, gut. Dann wie viele Legionen haben wir? 4.900. Was ist denn hier? Eingehende Übertragung. Grüße, Freunde. Eine kürzliche bokische Expedition entdeckte auf einem unteren Planeten, unserer Planeten mehrere Artefakte, von denen man annimmt, dass sie in die Zeit der uralten Vorläuferzivilisation Liga der Ersten entstanden sind. Die Artefakte werden derzeit in einem Museum auf Boki Grum ausgestellt, aber zu Ehren der Freundschaft unserer beiden großen Reiche möchte Boki Alliance eines dieser Stücke an der Cyber Republic spenden. Es wurden bereits Vorbereitungen getroffen, um das Artefakt nach Zintra zu transportieren. Oh! Danke für dieses Geschenk. Das ist ja nice. Moment.
Nach intensivem Studium unserer geborgenen Liga-Artefakte, haben es Wissenschaftler auf Zentra geschafft, die exakten galaktischen Koordinaten von Phen Habanis abzuleiten, dem Heimatsystem der uralten Zivilisation der Liga der Ersten. Wir sollten eine Expedition zu diesem System starten, bevor uns jemand zuvorkommt. Kontaktiert das nächste Forschungsschiff. Okay. Das Heimatsystem. Aha, cool. Okay. Habe ich ein Forschungsschiff? Ja. Dann mal hin da. Das ist ja cool. So. Moment, kurz. Faden verloren. Danke. Ja, machen wir jetzt erstmal hier weiter, aber da brauchen wir haben die Föderation noch nicht, also müssen wir hier noch nicht weitermachen. Dann schalten wir das nächste nämlich frei, und zwar Dominierungs- oder Vorherrschaft. Baukostenschiffe. Ja, Vorherrschaft, zack. Das verstößt zwar eigentlich ein bisschen gegen unsere unsere Einstellung, denn wir sind ja eigentlich eher pazifistisch unterwegs. Das Problem ist nur, dass die politische Lage, sage ich jetzt mal, uns einfach gar keine andere Möglichkeit lässt, als aufzurüsten. Sagen wir, wie es ist. Denn der Krieg schwebt halt über uns. Das ist halt einfach so. So, genau. Dadurch haben wir jetzt halt Flottenkapazität plus 20 erhöht und der Armeeschaden ebenfalls. Und das ist doch nötig, sage ich jetzt mal. Gut. Die wollen auch kolonisieren. Die wollen sich also noch weiter ausbreiten. Wir haben hier auch noch Planeten, die wir kolonisieren können. Genau, wir wollten ja nach da unten, nicht wahr? Ja. Ja, würde ich sagen. So, wo haben wir unsere Sternblasen? Sternblasen, ja, das ist auch nicht schlecht. Sternblasen. Dann bauen wir hier nämlich ein Kolonieschiff. Oh. Ja, Asari halt. Denke ich doch mal. Ja. Gut. Wir haben Erstkontakt mit Ua. Dann müsst ihr einen fremden Spezies. Kuf Aliens. Kuf. Kuf. Okay. Gut, dass wir einen freigelassen. Frei haben hier. Den Lagenschuss, die Lagenschuss nur voll. Erfülle uns mit Stolz. So. Soll ich dann jetzt, wie lange dauert das noch? Das ist ja gerade erst angefangen, 40 Monate. Soll ich dann warten, bevor wir das dann, weil dann die Baukosten ja niedriger sind, bevor ich neue Schiffe baue, wäre sinnvoll. Groß und gereizt. Beim Eintritt ins Mitua-System haben unsere Sensoren seltsame Messwerte empfangen. Zuerst wurden diese als hochgejubelte Asteroiden abgetan, doch die Lage änderte sich rasch, als man entdeckte, dass diese
Einheiten aggressiv auf Bewegungen im Raum reagierten, selbst auf große Entfernung. Eine weitere Beobachtung dieser Wesen, vorzugsweise aus sicherer Distanz, ist ratsam. Ja, am besten aus der. Habe ich auch gar keine andere Möglichkeit. Wenn das ein Mituar-System ist, dann kann ich da hier nicht hin. Genau. Hier fällt dann jetzt noch ein Büro angestellt. Jetzt ist hier alles voll bebaut. Weltraumamöben. Die Wesen, auf die unsere Flotte vor einiger Zeit trafen, sind für uns neue, wundersame Weltraumlebensformen. Nachdem ein Analyst anfängliche Sensorwerte völlig falsch aufgefasst hatte, bekam das Wesen den Spitznamen Weltraumamöbe. Tatsächlich aber, es ist größer als eine durchschnittliche assarische Korvette. Wir sollten die Kreaturen Frieden lassen und sie und ihre Artgenossen nur aus der Ferne von Zentra aus beobachten. Faszinierende Kreaturen. Studium der Weltraumamöbe? Wir können uns auch mit dem befrieden. Vielleicht mögen die uns dann ja auch später. Wenn die sowas, also so eine primitive Zuneigung. Die hat ja jedes Lebewesen angeblich. An alien empire is making contact. Sehr gut. So, habe ich hier irgendwie Befriedung. Erforschen. Kostet 236 Monate. Moment. Ja, macht mal. Rivalität beenden. Zeitrun, Elliot at Stars und die Coalition of Mitua haben ihre Rivalität beendet. Sie könnten sich auf dem Weg zur Versöhnung befinden. Ja, schön. Ach. Dann sollte ich da vielleicht doch nochmal jemanden hinschicken. Einfach mal probieren. Ob die dann aber unbedingt mit einem ehemaligen Sklaven... Ja, einfach mal probieren. Mehr als schief gehen kann es nicht. Genau. Und hier, wie sieht es hier jetzt aus? Ja, wir können das Relikt reaktivieren, ich weiß. Hier fehlen noch zwei Techniker. So, und hier fehlt noch der eine, immer noch der eine Vollstrecker. Dauert auch noch ein bisschen. Stabilität ist auf 63%, was gar nicht mal so schlecht ist, wenn man mal bedenkt, dass die da so weit abgeschottet sind. Hier sind nur noch 40%, aber hier hat sich da ja auch noch nichts gemacht. Getan. Oh, jetzt haben wir auf einmal wieder so viel Energie. Sehr schön. So, genau, das Kolonieschiff müsste ja auch da mal fertig sein, denke ich. So. Na, rein da. Rein da. Tieflim 2. Wird dann unser Planet. Nein. Und warum ist er grün? Eine Tundra-Welt. 85%. Ja, das geht aber schon. Doch, doch, macht mal. Diesen Planet bietet eine geringe Bewohnbarkeit für die ausgewählte Spezies. Oh Mann. Fuck. Oh nein. Das war jetzt ja doof. Nicht richtig geguckt. Wieder mal. Ich bin manchmal echt noch ein bisschen sehr unvorsichtig. Das ist eine kontinentale Welt. Dann halt Jillis Prime. Gut. Na,
Naja, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. So sind die auch zu weit weg. Vor allem Flotten in der Nähe. Science Ship under fire. Grune. Nein, ich Idiot. Warum habe ich hier keine Werft gebaut? Oh Mann. Da geht aber die Flottenkapazität wieder ein bisschen runter. Scheiße. Die Weltraumamöben, warum greifen die uns an? Warum? Survey complete. Nein. Spaceport lost. Was macht ihr? Warum macht ihr das? Sind die doof oder was? Und dann verpissen sie sich einfach oder was? Ich glaube, es hakt. Was für ein Arschbein. Fuck. Construction complete. So. Gouverneur Karan ist gestorben. Was haben wir denn hier? Architektonisches Interesse? Gerecht. Kriminalität? Minus 25%. Ja, das ist doch gut. So. Was ist hier los? Diese blöden Amöben. Gerade so nett über sie gesprochen und dann. Ja. So, durch den verlorenen Ankerplatz. Ja, gut, das hält sich aber noch in Grenzen. Da haben wir 4 Flottenkapazität verloren. Ja. Naja, kann passieren. Ich bin gerade kurz am Gucken. Was haben wir hier? Kriegserklärung. Warum? Citron Allied Stars hat E-Robot Animus den Krieg erklärt. Und was soll das denn, Leute? So, 42. Neutrale Beziehung. Auch neutrale Beziehung. Ja, mit denen können wir halt keine Föderation gründen. Gut, Forschungsschiff hat die. Das sieht doch gut aus. Und eine Welt gibt es da auch. Eine potenziell bewohnbare Welt. Kann das doch schon mal hin? Die werden ja gleich fertig sein. Denke ich mal. Die Flurviecher fliegen hier auch noch rum. Die Flurviecher fliegen. Viecher fliegen. Und hier ist gerade Gewitter. Stürme. Survey complete. Yay! Spezialprojekte. Genau, und die andere Forschungsschiff war ja auch fertig. Genau. Hier war ja nichts. Kannst du da weitermachen? So.
Ja, also ich glaube, ich. Aber hier gibt es halt nichts. Das ist das Problem. Ja, dann bleibst du erstmal noch da, bis wir auch eine Möglichkeit gefunden haben, das hier ein bisschen zu senken wieder, weil wir sind schon bei 174 jetzt. So. Und nichts kaputt gegangen? Verteidigung auch noch eine? Nee. Kann ich jetzt so Sternfeste verbessern? Kann ich also schon, ja. Ja, dann mach das mal. So, hier hat sich ja wahrscheinlich noch nicht viel verändert. Doch alle Jobs sind belegt. Alle Distrikte auch. Ja. Tunatio Prime. Ja, da fehlen noch Jobs. Also noch Leute für die Jobs. Hier haben wir noch immer noch ein Gebäude und die vier Distrikte, aber auch hier fehlen. Ah, nee, ist auch jetzt voll. Gut, dann können wir ja so Defizite, Energie und Konsumgüter. Ja. Dann macht das mal. Was ist los? Energiedistrikt und ein Distrikt und ein Generatordistrikt. So. Oh, Mann, was ist denn los jetzt hier? Ja, gut. Okay. Ach ja, und du kannst jetzt dann ja Sternbasis. Ja. Ist jetzt zwar nicht für unsere Expansion, zwar gegenteilig, aber ja, unser Wissenschaftler hat eine neue Stufe erreicht. Sehr schön, und Sozialforscher, Forschungsleiter. Special Project complete. Oh. Fenhabanes 3 war fast über den gesamten Verlauf seiner Geschichte das Verwaltungszentrum der Liga der Ersten. Und diente auch als Sitz ihres Großsenats. Ups. Der Planet war dicht bevölkert. Eine planetenweite Stadt bedeckte einen Großteil der Oberfläche. Zur Ernährung der unzähligen Milliarden in dieser enormen Metropole mussten Lebensmittel von anderen Mitgliedswelten importiert werden. Als die Liga kollabierte, hörte diese Nahrungsversorgung quasi über Nacht auf. Wer konnte, brach zu anderen Welten auf. Doch der Großteil der Bevölkerung blieb zurück. Als Kriegsfürsten und verbrecherische Organisationen den Planet unter sich aufteilten, führte dies zu einer großen Hungersnot und Anarchie. Die Bevölkerungszahlen sanken einige Jahrhunderte lang zusehends, bis der Planet kaum noch mehr als eine leblose Geisterwelt war. Eine letzte Grabinschrift für die Liga der Ersten. Faszinierend. Beendet die Ereigniskette das Heimatsystem der Liga der Ersten. Einigkeit erlangt 9999. Wow. Sozialforschung erlangt 1678. Einfluss erlangt 150. Und neue Aktionen für kleine Artefakte, Geheimnisse der Liga der Ersten. Das ist wirklich faszinierend. Ein Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Das ist jetzt Stufe 3. Unser Femdus von Manta, also Divis. Der hat die Sternbasis gebaut, fertig gebaut. Kannst du jetzt Bergbaustation bauen? Und hier nehmen wir Baukostenschiffe. Oder ist das noch besser? Unterhaltsschiffe? Feuerrate. Nee, wir erstmal Baukostenschiffe. Und wird gesenkt, also reduziert, und die Baugeschwindigkeit wird erhöht. Ju. Möchte dir die Maya-Tradition meistern? Ja, möchte ich. Zack. Sehr gut.
Das ist doch gut. So, welche Flotten habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt in jedem, außer in Ugrone, habe ich Flotte. Gut, dann baue ich mal einen Ugrone. Das dauert halt, weil er ja nur da bauen kann. So. Sechs, vier, zwei. So. Eine Flotte mit 12 Schiffen. Kostet 1427 Legierung. Und unsere Flottenkapazität steigt auf 70. Von 102. Und die bauen doch über. Warum bauen die denn doch überall? Nee, das ist ja blöd. So, da mal klasse. Und die, ja, dann muss ich die hier halt nach und nach bauen. Das bringt ja nichts. Sonst knall ich die ja jetzt voll. Ich habe jetzt den brauche ich noch einen Zerstörer. So. Ja, nützt dir nichts. Natürlich dauert das dementsprechend länger, aber die können ja von da nicht nach da. Was? Tezikianische Krieger entdeckt. Seit einigen Monaten haben wir vereinzelte Berichte über eine kleine Anzahl außerirdischer Söldner und Freibeuter erhalten, die an den Grenzen unseres Raums operieren. Sie selbst nennen sich die Tezikian und sind offenbar Exilanten einer nomadischen Kriegerkultur, die in und um das Light-End-System herum in überfüllten Raumstationen leben. Ihre Durchreise in der Nähe unserer Grenze verlief ohne Zwischenfälle, aber sie warnten uns davor, Light's End zu betreten. Sie haben keine zentrale Regierung, die erwähnenswert wäre. Stattdessen sind sie in verschiedene Fraktionen aufgeteilt, die oft benachbarte Sternsysteme überfallen. In Anbetracht ihrer riesigen Bevölkerungsdichte und ihrer Produktionskapazität wären die Tezikian wahrscheinlich eine bedeutende galaktische Macht, wenn sie jemals damit aufhören würden, sich gegenseitig zu töten. Versucht sie zu kontaktieren. Hier je, mehr Dwarmax. Was willst du, törichter Dwarmax? Was ist passiert, dass dein Gesicht so aussieht? Reaktorunfall? Vakuumaussetzung? Hiye, schau dich an. Wir sind die Tezikian. Wir jagen Dwarmak. Wenn Dwarmak in tezikianisches Gebiet kommt, machen wir Dwarmak-Eintopf aus dir. Nicht gut für Dwarmak, oder? Hiye. Vielleicht kennst du andere Dwarmak. Vielleicht möchtest du, dass die Dwarmak-Eintopf werden. Das lässt sich einrichten. Tezikian kämpfen für Dwarmak gegen andere Dwarmak, wenn Preis stimmt. Ah, Söldner. Gut, haben die auch gesagt, aber naja. Nice. Ja, das ist doch gut. Wo sitzen die? Kann man schon sehen. Light Ends. Light's End. Okay. Ja, jetzt ist er da im Arsch. Der Heide. Ja, das ist ja. Jo, aber gut zu wissen. Okay. Das ist doch aber ein guter Ausstieg. Wir haben einige Sachen der Checkliste zumindest ein bisschen bearbeiten können. Wir haben das Militär ein bisschen verbessert. Wir haben die Flottenkapazität erhöht. Und den Handel schlage ich nochmal nach. Genau. So, für die nächste Folge würde ich dann sagen, schauen wir mal, wie das Spionagenetz, ob das inzwischen besser ist, besser ausgebaut ist in der Coalition, um halt die Ansprüche zu stellen.
Ja, das würde ich mal sagen. Nicht wahr? Gut, dann danke ich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen, heute ist Samstag, einen schönen Samstag. Auch wenn ihr das Video natürlich wahrscheinlich erst später seht. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher und wir sehen uns. Euer Tobi. Bye bye.